الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister. Nun, es geht darum, dass wenn wir von Yasir al-Habib hören, dass viele ihn kritisieren und sagen, nun, der hat sich disqualifiziert, weil sie ihn nicht mehr verteidigen können, weil seine Worte und Taten, so wie die Worte und Taten seines Schwiegervaters Mujtaba Shirazi, der seinerseits der Bruder von Sadr Shirazi ist, nicht mehr rechtfertigen sind. Da also die Taten von Yasir al-Habib nicht mehr rechtfertigen, nicht mehr verteidigbar sind, sagt man sich von ihm nun offiziell oder indirekt los. Man versucht zu sagen, okay, der übertreibt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, aber Sayyid Sadr Shirazi hat mit ihnen nichts zu tun. Sie sprechen ihn also frei von den Taten und Worten von Yasir al-Habib und Mujtaba al-Shirazi. Doch können wir Sayyid Sadr Shirazi wirklich von Yasir al-Habib und seinem Schwiegervater Mujtaba al-Shirazi, der seinerseits der Bruder von Sadr Shirazi ist, wirklich lossagen und freisprechen? Sehen wir uns diesen Screenshot seiner offiziellen Website shirazi.ir doch einmal genauer an. Hier oben könnt ihr alle ganz genau natürlich sein Bild sehen. Hier steht پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما حاج سید صادق حسینی شیرازی. Ganz klar, das ist sein Büro, die offizielle Webseite für sein Büro. Die offizielle Webseite berichtet vom offiziellen internationalen Fernsehsender von Sayyid Sadr Shirazi, das hier als das Zentrum der Verbreitung und Veröffentlichung der Gedanken und Werke von Sayyid Sadr Shirazi gepriesen wird. Das ist dieser Sender hier. Dieser internationale Sender Marjayat bedankt sich bei einigen bestimmten schiitischen Sendern, die die Rede von Sayyid Sadr Shirazi zu Muharram veröffentlicht und gesendet haben. Und diese Danksagung ist nicht nur Dankeschön, dass ihr das gesendet habt, sondern auch noch Lob, in dem gesagt wird, ohne Zweifel, und das sieht man hier, wie Sheikh ihn erkannt, ohne Zweifel, diese Taten, diese wertvollen Taten, sind ein goldenes Blatt für die schiitische Gesellschaft in der Verbreitung der Erkenntnisse der Alullah, der Familie sozusagen von Gott. Damit ist der Prophet, damit ist die Ahlul Bayt, damit sind diese Leute gemeint, dass das eben in der Verbreitung der Erkenntnisse von Rasulullah, der Erkenntnisse der Ahlul Bayt, ein goldenes Blatt sei. بتعظیم شعائر حضرت سید منگیر و تعظیم شعائر حضرت سید الشهدا علیه السلام und in der Würdigung, Ehrung der Slogans, der Banner von سید الشهدا von Imam Hussein علیه السلام. Sprich, سید صادق شیرازی spricht hier, beziehungsweise sein offizieller Fernsehsender spricht hier von einer offiziellen Danksagung, Wertschätzung und von offiziellem Lob. Dass diese Danksagung und dieser Lob nicht einfach nur so gesagt ist, erklärt sich von selbst, denn anscheinend war sie es ja wert, eine ganze Nachricht zu repräsentieren, eine ganze Nachricht zu werden. Man hat das ja offiziell auf der Webseite hier als eine Nachricht veröffentlicht. Ja? Das ist eine öffentliche Erklärung, das nennt man Bayaniye, das nennt man ein Bayan. Das ist eine öffentliche Erklärung, öffentlich. Man nimmt Position, sagt Dankeschön und wir loben euch dafür, ja? Das heißt also, man sollte das nicht unterschätzen und nicht kleinreden. Das zeigt eigentlich schon, welche Sender Sayyid Sadr Shirazi unterstützt und wo er dahinter steht. Nun, welche sind das? Das sind unter anderem Imam Hussein Yekudo. Dazu kann man auch viel sagen, was bei Imam Hussein 1 und 2 eigentlich gesendet wird. Salam, das ist ganz bekannt. Salam von Muhammad Hidayati, wo er dieser Mann, der Direktor von Salam TV, der hat schon Voice of America Interviews gegeben, der hat verschiedene Gelehrte schon verflucht und beleidigt. Er ist kein Deutsch besser als Yasir al-Habib. Und zudem steht man offiziell und man sagt auch, Salam TV ist einer der Sender von Sayyid Sadr Shirazi. 14, okay, Imam Hussein Yekudud, also 1 und 2, das ist beides von offiziell von Sayyid Sadr Shirazi. 14 ist offiziell von Sayyid Sadr Shirazi. Salam ist offiziell von Sayyid Sadr Shirazi. Al-Aqila ist offiziell von Sayyid Sadr Shirazi.
Jetzt kommt diese beiden hier. Sautul itra fadak. Sautul itra fadak. Ja? Diese beiden sind offiziell von Yasir al-Habib. Er ist der Direktor. Er ist in Fadak. Er ist in Sautul itra. Beziehungsweise in Fadak und Sautul itra gehört dazu. Und offiziell bedankt sich Sayyid Sadiq Shirazi also bei Yasir al-Habib. Ganz klar, die Verbindung ist hier klar. So, aber es geht ja hier um die Fälschung durch die Shirazis, ja. Es ist ja nicht nur einfach, okay, die haben sich bedankt und fertig, sondern um die Fälschung geht es hier. Welche Fälschung, von wem reden wir? Hier, das ist jetzt die aktuelle Website. Das ist jetzt shirazi.ir, Persian shirazi.ir, das könnt ihr hier oben sehen. Das ist jetzt die offizielle Website, aktuell. Jetzt haben wir hier die genau dieselbe Nachricht, genau dieselbe Veröffentlichung. Und jetzt schauen wir mal Salon, Putin, Al-Arile und wo ist Sout al-Atra und wo ist Fadak? Es ist weg. Sie haben es gelöscht. Sie haben die Nachricht geändert. Die Frage, warum wurden diese beiden Sender aus der Erklärung rausgenommen? Nun ja, es ist ja ganz einfach. Man versucht, die beiden voneinander loszusagen. Wie gesagt, die einen sind nicht mehr rechtzufertigen und die wollen Sadiq Shirazi nicht mit ihnen vermischen. Sonst hat Sadiq Shirazi ein offizielles, ganz klares Problem im Iran. Und deswegen wird das hier ganz einfach gefälscht und wieder gelöscht. Das ist einer der Tricks und eines der Spielchen der Shirazis, wie sie mit der öffentlichen Meinung spielen. Ja, und wie sie versuchen zu tricksen und zu fälschen und zu sagen, ey, wir haben hier gar nichts damit zu tun, aber die Wahrheit sieht anders aus. Nun, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt zu sagen, was ist aber, wenn dein Screenshot natürlich gefälscht ist? Das ist ein berechtigter Einwand. Hier ist eine ältere Aufnahme, ihr seht hier ganz klar, Tahrir Shabakeh Johaniye, Majayat Fadak. Hier wird runtergescrollt. Das ist eine ältere Aufnahme, wo einige das schon mal bemerkt und aufgenommen hatten. Sout al-Atra Fadak ist sogar noch damals, Oktober 31. 2013, ja, das könnt ihr hier sehen, ist sogar damals noch Sout al-Atra Fadak bei Google zu sehen, aber da war es schon gefälscht. Das heißt, es war neu gefälscht, Google war noch nicht so weit und dann, wenn man drauf geklickt hat, hat man ganz klar gesehen, es fehlt. Ja, es fehlt. Das ist schon damals so gewesen, ja, also das ist also nichts Neues. Ein weiterer Beweis dafür, dass sie das geändert und gefälscht haben, ist diese Seite hier, das ist nämlich Farsin.com. Das ist eine News-Seite, eine Nachrichtenseite, ganz normal, die bei Akhbar al-Mazhabi, bei religiösen Nachrichten, einfach die Nachricht von Shirazi.ir einfach nur weitergeleitet hat. Die haben das natürlich von Anfang an weitergeleitet. Und nun ja, die Änderung ist bei ihnen anscheinend nicht angekommen, denn, wie wir hier sehen können, steht immer noch Sout al-Atra und Fadak. Hier ist die originale Nachricht noch so erhalten, wie sie davor war. Und das ist eines der Beweise. Sout al-Atra und Fadak ist hier noch dabei und auf der offiziellen Webseite dieselbe Nachricht ist nicht mehr da. Das ist einer der Tricks, wie sie versuchen, die Menschen in die Irre zu führen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.